Die Maria Kiklas hat uns geschrieben, dass sie es sehr schade findet, dass es kein Abendgebet bzw. sie hat es Abendgruß genannt, kein Abendgruß mehr hat. Warum wir uns gemeinsam mit den Engeln entschieden haben, dass wir dieses Abendgebet eingestellt haben, das erklären wir euch heute nochmal ganz genau. Danach gibt es das Tagesorakel und ganz zum Schluss werden wir miteinander beten. Und zuerst kommt, wie immer, das Intro. Einen wunderschönen guten Morgen am 12. Mai 2021 zu Engel TV, zum Tagesthema und Tagesorakel. Schön, dass du einschaltest. Ich grüße dich auch. Sie findet schade, dass es unsere Sendung nicht mehr gibt, dass wir nicht mehr den Abendgruß senden. Ja, das kann ich verstehen. Ach, das ist so niedlich. Wir haben doch gar kein Sandmännchen dabei. Aber nach dem Abendgebet konnte man immer gut schlafen. Ja, aber es hatte seinen Sinn. Genau. Es hatte seinen Sinn. Der Sinn ist einfach... auf der einen Seite, damit ihr wirklich dieses Tagesorakel viel stärker nochmal von der Energie wirken kann, damit diese ganze Energie stärker wirken kann, weil dadurch, dass wir, wenn man zwei Videos am Tag macht, geht das eine Video ein Stück weit unter. Das ist einfach etwas, was so ist. Dann geht einfach die Energie unter und wir können dadurch viel ausführlichere Videos auch machen. Ihr habt ja wahrscheinlich gemerkt, dass unsere Videos, also im Tagesorakel, dafür fast doppelt so lang sind. Ne? Ja, eben, das ist es. Also das heißt, wir können ganz viel mehr in die Tiefe gehen tagsüber und ihr habt auch den ganzen Tag Zeit, die Videos zu schauen. Vielen ist es das Abendgebet einfach zu spät gewesen, um 9:30 Uhr. Manche waren so lieb und haben es am nächsten Morgen noch geschaut, was auch sehr schön ist. Die müssen am nächsten Tag in den Kindergarten, da muss man schon um die Zeit im Bett sein. Genau. Ja, siehst du mal. Nee, aber das ist einfach so, das ist das Beste. Das ist so schon ganz gut geregelt, wie wir das jetzt haben. Weil die Gebete könnt ihr abends natürlich auch immer nochmal machen. Genau. Das ist sogar sehr gut. Einfach das Video dann abends vorspulen zum Gebet und das Gebet einfach abends nochmal wiederholen. Denn dann geben wir diesem Gebet auch nochmal doppelte Kraft und das ist auch sehr gut, weil wir machen ja jetzt dafür 3 Gebete morgen und diese 3 Gebete könnt ihr dann mit in den Schlaf nehmen und das stärkt euch dann morgens, stärkt euch abends und das macht einfach auch die Energie von diesem Gebet nochmal kraftvoller und stärker und ich finde es einfach so wichtig, dass die gewaltige Kraft da ist. Dann hat es eben auch einen ganz praktischen Hinweis. Wie gesagt, wir können erstens mehr in die Tiefe gehen, längere Videos am Tag machen, aber wir arbeiten sehr, sehr viel. Wir arbeiten sehr viel auf Hochton in vielen Projekten momentan und wir müssen auch einfach gucken, dass wir mit unserer Kraft, wir sind ja auch ehrlich, ein bisschen haushalten. Ja, ne? auf jeden Fall. Wir wissen ja, wie anstrengend das war, die vielen Videos zu machen. Ich muss ja auch alle Videos dann nochmal, alle Videos, die wir dann aufgezeichnet haben, die werden dann nochmal zusammengeschnitten, zusammengestellt. Es ist also eine Arbeit von vielen Stunden, diese Videos zu machen und dadurch mit einem Video am Tag sind wir, glaube ich, sehr gut bedient. Andere machen ja mal 1-2 in der Woche. Ne? Also wir sind ja trotzdem sehr präsent für euch und wir gerade in dieser Zeit sehr präsent für euch und mit allen Themen da und wir wollen ja eure Themen besprechen und wir wollen mit euch eure Themen bearbeiten. Das ist uns wichtig und vor allen Dingen wollen wir tief gehen. Wir wollen nicht an der Oberfläche bleiben. Das ist oberflächlich, das kann jeder. Ja, das stimmt, das ist wahr. Und so haben wir die Energie des einen Tages, konzentrieren wir uns genau auf diese Energie, die der Tag momentan hat. Beginnen den Tag damit, beenden den Tag mit den Gebeten. Was kann es Schöneres geben? Und wenn du noch mehr von uns willst, du kannst uns einmal die Woche, beziehungsweise momentan, solange diese Krisenzeit läuft, sogar zweimal die Woche abends haben. Auf jeden Fall. Und zwar ganz intensiv und aktiv, von mindestens einer Stunde, manchmal sogar anderthalb. Ne? Genau. Wow. Und das ist noch mehr wie das Abendgebet. Und das findet immer statt. Das ist im Moment immer dienstags und samstags, immer abends. Und wie gesagt, normalerweise, wenn diese ganzen Krisenzeit vorbei sind, wahrscheinlich dann wieder einmal die Woche, aber momentan machen wir das einfach zweimal die Woche in der spirituellen Gemeinschaft. Und das ist im Prinzip auch kostenlos. Ihr zahlt eine kleine Aufnahmegebühr, einfach damit wir unsere Kosten decken können. Ne? Es ist eine minimale Gebühr, die ist nur kostendeckend. Wir verdienen mit der spirituellen Gemeinschaft gar nichts. Das ist auch mal wichtig zu sagen. Auf jeden Fall. Wir wollen ja auch damit nichts verdienen, sondern wir wollen diese Gemeinschaft nutzen, um für euch da zu sein. Und das ist uns an dieser Gemeinschaftsarbeit so wichtig. Und das bekommen wir hin. Da kannst du dich anmelden. Link unten im Beschreibungstext oder oben in der Infobox. Einfach draufklicken, dich anmelden. Und dann hast du uns noch zweimal die Woche zusätzlich abends.
Eben, und da, genau, da arbeiten wir ganz viel noch im Bereich der Energiearbeit mit Meditationen. Wir beantworten auch Kurzfragen, es gibt auch Kurzstellings, es gibt spezielle Kurzstellings für jeden von euch zum Ende des Monats. Also kommt einfach rein und genießt die Energie. Es ist eine ganz tolle Gruppe, wir begegnen uns auf Augenhöhe, jeder kann so sein, wie er ist. Jeder kann die Fragen stellen, die ihm auf dem Herzen brennen. Jeder ist herzlich willkommen. Und jetzt gucken wir ins Tagesorakel. So, und ich mische die Karten, die Lenormand-Karten der goldenen Zeit, um zu schauen, was die Engel uns heute für den Tag mitgeben und sagen möchten. Wir haben das Kreuz, man sollte es auch ins Kamerabild rücken, glaube ich. So, macht Sinn. Wir haben das Kreuz, wir haben den Turm und wir haben den Bären. Also, interessante Konstellation, der Turm ist ja auch die Behördenkarte, steht für Gerichte, Behörden und so weiter und das Kreuz für die Zukunft und der Bär kann zum Beispiel auch eine anwaltliche Person, ein Richter oder ähnliches sein, auf jeden Fall eine gerechte Person. Also hier werden gerechte Urteile, gerechte Entscheidungen heute gefällt von Seiten der Behörden, der Gerichte, die für unsere Zukunft wichtig sind, die für unsere Zukunft ausschlaggebend sind und die uns auf einen neuen Schicksalsweg führen. Dementsprechend ist der Turm an dieser Stelle wirklich positiv oder beziehungsweise neutral, einfach als Behördenkarte zu werden. Dieser Mensch, das ist eine geschlechtsneutrale Karte, der Bär, deswegen kann man sagen, dieser Mensch hilft uns hier einfach weiter. Hier, es kann, wie gesagt, tatsächlich ein Richter sein, ein Anwalt, ein Jurist, der uns hier weiterbringt mit einem sehr fairen und gerechten Urteil heute. Mal gucken, was da kommt. Ne? Ich bin gespannt. Und dann nehmen wir noch das Kraft der Engel-Orakel hinzu, um noch zusätzliche wertvolle Impulse der Engel zu bekommen. Ja, wir haben wieder die Bestätigung, die Waage, die auch für Justitia stehen kann in dem Moment. Ne? Gerechte Urteil, das Gleichgewicht wird hergestellt. Mutter Maria übergießt uns heute mit ihrem Mitgefühl und das wird auch kommuniziert. Wow. Wunderschön. Was will man noch mehr? Genau, ein sehr rundes Orakel, ein sehr schönes Orakel. Also ich bin gespannt, was es uns heute bringt. Und jetzt wollen wir noch miteinander beten. Ich rufe die Engel, die Erzengel, die aufgestiegenen Meister, die Feen, die Elfen, die Kobolde, die Gnome und die Wichtel herbei und bitte sie uns im Gebet zu unterstützen. Ich verbinde nun mein Herz mit dir und bitte dich, dein Herz mit meinem zu verbinden und wir sind alle eins im Gebet. Mein mächtiger himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, danke, dass wir auf gerechte Urteile und Gerechtigkeit vertrauen können. Urteile, die durch deine Hand geschehen. Urteile, die durch dich, Jesus Christus, geschehen und die du fällst als unser weiser Richter, wo Richten nicht von Richten, sondern von Gerechtigkeit kommt. Als gerechter Richter, der uns hilft, wieder ins Gleichgewicht zu finden und der uns hilft, diese Welt ins Gleichgewicht zurückzurücken. Wir danken dir, dass du uns hilfst, dass du uns deine Mutter schickst, dass sie uns mit Mitgefühl und Liebe überschüttet am heutigen Tag und wir dies spüren und erleben dürfen. Lieber Gott, lieber Jesus Christus, wir danken euch, dass ihr uns den Glauben an die Gerechtigkeit wiedergibt. Wir danken euch, dass ihr uns eure Liebe zeigt, dass ihr an unserer Seite seid, dass ihr uns unterstützt, dass ihr uns helft zu jedem Zeitpunkt und hilft uns auch zu erkennen, dass es kein zu spät und kein zu früh gibt, sondern dass es immer alles genau richtig ist. Amen. Amen. Erzengel Michael schickt dir die Karte, achte auf deine Träume. Da seht ihr es mal wieder mit dem Abendgebet. Also dieses Gebet heute Abend unbedingt nochmal sprechen. Also heute solltet ihr das machen, damit das Gebet auch voll in eure Träume übergeht. Danke, lieber Gott und danke, Erzengel Michael, dass ihr mich heute Abend zu Bett bringt und mir mit einem wunderbaren, erholsamen Schlaf helft. Lieber Gott, Erzengel Michael, ich lade euch in meine Träume ein. Als meine Lehrer, Führer und Heiler. Bitte erlaubt mir, zu träumen, was wichtig ist. Zu träumen, was in dieser Welt geschieht, dass ich zu Wahrheit, Klarheit und Erkenntnissen gelange, die für mich wichtig sind. Und helft mir, diese Welt in geistiger Hinsicht zu verstehen. Und führt mich auf jeden Schritt meines Weges. Amen. Erzengel Raphael sagt uns nochmal, geht auch in die frische Luft. Er gibt uns die Karte der frischen Luft. Und wenn wir dann in der frischen Luft waren, können wir umso besser schlafen und umso besser träumen. Und dafür wollen wir noch beten.
Lieber Gott, lieber Erzengel Raphael, danke, dass ihr mir hilft, in jeder Hinsicht leichter zu atmen und besser zu schlafen. Amen. Und jetzt wünschen wir dir einen wunderschönen Tag. Gott segne und beschütze dich. Er lasse seine Engel deinen Tag bewachen und führe dich zu Licht, Liebe, Freiheit, Wahrheit und Erleuchtung. Licht und Liebe, bis morgen, Udo Wolfmann und Matthias Hoffendorf. Tschüss.